wenn ihr wollt, dass euer Leser entscheidet, was Anna anzieht, dann müsst ihr einen Choice erstellen. Ihr schreibt jetzt hier beispielsweise Anna. Gut, das Ding brauche ich jetzt nicht eingeben, weil wir das hier von hier oben schon haben. Nur man könnte es auch hier machen. Was soll ich anziehen? Da dir das ja nicht spricht, sondern denkt, machen wir wieder die Klammern darum. Und dann beginnt er mit einem Choice. Wenn ihr das hier auswählt, dann kommt schon direkt der Standard-Choice. Könnt das hier umbrechen, dass es einfacher zu sehen ist. Und dann könnt ihr hier als erste Option sagen, Jens Outfit oder Anas Outfit zum Beispiel. Ihr könnt es auch beliebig erweitern, könnt hier einfach noch mehr unten dran setzen, wie ihr wollt. Das ist wieder unser ganz normaler Choice, nur dass wir in unserem Choice eben die passende Aktion setzen. Also sobald Jens Outfit angeklickt wird, soll Anna anfangen, sich rumzudrehen und da rumzuwühlen und danach Jens Outfit eben anzuziehen. Oder in diesem Fall wollen wir nicht Jens Outfit, sondern Annas Default Outfit. So viel erstmal zu der Standardentscheidung eines Outfits zu wählen. Ihr könnt das natürlich noch um ein Vielfaches komplexer machen, was ich euch dann auch noch in einem weiteren Video zeigen werde. Also ihr habt jetzt erstmal die Frage, was soll ich anziehen? Jens Outfit, dann zieht sie das an und ich habe aber auch nicht die Möglichkeit nochmal zu sagen, nee, ich möchte doch was anderes. Sie hat das jetzt einfach angezogen und fertig. Genauso konnte ich natürlich jetzt auch an der Stelle, wo sie sich fragt, ne, was sie anziehen soll, könnte ich jetzt auch einfach Annas Outfit auswählen und dann würde sie Annas Outfit anbehalten. Wir sehen jetzt hier keinen Unterschied, aber so habt ihr schon mal die erste Entscheidung dafür, was sie anziehen soll. Wenn ihr die Entscheidung aber im Nachhinein nochmal hinterfragen wollt, also nochmal sicher gehen wollt oder dass eure Leser die Möglichkeit haben, verschiedene Outfits auszuprobieren, dann schaut auch im nächsten Video vorbei.